Hallo Freunde, wir sind beim nächsten Objekt. Der Marcel und Ecke ist ein altes Krankenhaus, sieht man hier im Hintergrund vielleicht. Und da werden wir mal rinschießen und werden uns das mal angucken. So, hier sieht man das Objekt ein bisschen von vorne. Hier so ein großes Haus. Wie groß eigentlich. Natürlich auch wieder überall Graffiti, so kennen wir das ja. So, das war ja dann wahrscheinlich mal der Haupteingang. Aus irgendwelchen Gründen haben die hier die Bäume gefällt. Ich sehe schon Müll überall. Ist ja auch geil. Hier vorne das Tor mit Schloss und dann kann man rumlaufen. Und wenn er mal da guckt, kommt man genau rein. Man kommt nämlich genau auf das Gelände auf, ohne dass man da großartig was machen muss. Da oben die Decke ist auch schon kaputt. Hier sieht man das nochmal aus der Perspektive, das Gebäude. Eigentlich relativ groß. Ja, das hier vorne nicht, aber der Rest. Was hat er denn für meinen Fall? Also das ist ja total sinnlos, Marcel. Da vorne ist alles mit Schlösser abgesichert. Und von hier kommst du einfach hoch. Kick mal hier. Pass auf, hier ist Stacheldraht gegen deine Schuhe. Ja, das war jetzt doch nicht so schwierig. Ich bin ja vorher in die andere Richtung gerannt. Aber warum haben die hier die Bäume gefällt? Die wollen ja bestimmt irgendwas machen. Schön der Morast hier. Na, ist das da schon offen? Ich sehe doch da schon was. Da müssen wir rein. Jawohl. Da müssen wir rein. Hier auch nochmal. Geil. Da ist doch offen. Oh, was ist denn das hier? So, und das war ja dann wahrscheinlich der Haupteingang. Was haben wir hier? Sind alle so. Ach so, hier haben sie zugemacht. Okay. Auch wieder alles voller Müll, kennt man ja. Ja, hier standen mal Möbel, aber alle zerkloppt. Und irgendwie so eine
Holz, mit Holz verkleidet die Wand. Schöner Klodeckel. Da versteckt sich der Marcel. Versteckt sich da. Oh, völlig kaputt. Daniel, I see you. Ja, das waren dann wohl die Pförtnerhäuschen. Wo die, was haben wir hier? Die so eine Art Tresen. Oder was war das hier? Oh, alles schon kaputt wieder. Ah, hier sieht man das auch wieder herrlich. Wie die ganze Farbe sich so abblättert. Oh, da sind auch ordentliche Schichten drauf. Mit unterschiedlichen Farben früher. Wenn man das hier mal so sieht. Meine Fresse, das sind ja richtig 1, 2, 3, 4, 5. Ach, ich weiß nicht, wie viele Schichten. Auf jeden Fall hier noch. Was? Das wurde schon oft angepinselt. Und jetzt schießen wir natürlich mal in die Gebäude rein. Da steht natürlich die Tür offen. Das ist sehr günstig für uns. So muss das natürlich sein. So lieben wir das. Und dann müssen wir da leider rein. Bleibt ja nichts anderes übrig. Moin steht schon mal dran. Also das hat auf jeden Fall einer nachträglich wieder aufgemacht. Das war bestimmt gesichert. Mit Sicherheit. Hier nochmal ein bisschen. Ein Mega-Gebäude. So. Ja. Sehr, sehr ein Schloss, was noch relativ neu aussieht. Hat aber schon wieder jemand geöffnet. Oh. Das ist also der Empfangsbereich. Okay. Vorne. Hier ist ja, blättert auch wieder überall schön die Farbe ab. Schon wieder so ein komisches Zeichen hier. Habe ich vorhin schon mal gesehen, nochmal in Rot. Ich mach dir sehr die Tür auf. So, treten Sie ein. Ich finde, hier riecht es nach Krankenhaus. Naja, hier werden halt einzelne Zimmer sein. Wir können uns ja hier mal umgucken kurz. Vielleicht gehen wir nach da hinten. Und dann gehen wir mal nach oben. Die werden ja relativ leer sein, wa? Die Zimmer, wie es aussieht. Schade eigentlich. Naja, da würde ich sagen, Freunde, schießen wir mal nach oben, oder? Müssen uns das hier alles angucken. Schauen wir mal. Ist ja kein Sicherheitsstandard hier. Wo sind denn die Länder hin? Och, hier und da auch. Da fällt sogar ein Fenster raus. Oh, gut. Hier los.
gibt deinen Stuhl hin nach. Und hier mal los ist. Rausgerissen. Ich verstehe es irgendwie so richtig. Oh, was haben wir da? Mach das mal zur Letzte. So, dann gucken wir uns mal weiter um, Freunde. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, es sind halt wieder alle, die Räume sind halt alle leer. Das ist natürlich immer so ein bisschen schade. Aber gut. Das wäre wahrscheinlich auch teuer Zeug oder was, ich weiß es nicht. Hier haben wir so ein bisschen Dachschräge, haben wir hier einfach schon ein Dach. Oh, hier sieht es aber teilweise auch ein bisschen gefährlich aus. Ich weiß es nicht, sieht mir ziemlich unsicher aus. Aber ja, hier ist auch ziemlich unsicher. Okay, naja, wie immer alle total kaputt schon. Das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja schon. Das Problem. Ach, guck mal da. Guck mal einer an. Da unten steht ja Marcello. Mittlerweile steht jetzt da noch ein Auto. Warum? Was ist das für eine Höhle? Haben wir hier Poster dran? Oh ey, das will er ja nicht übrig hier machen. Auch schon ziemlich baufällig aus. Haben wir wieder Graffitis bei, Freunde. Das kennen wir ja auch schon. Oder was ist das? Was habe ich noch nie gesehen? Was ist das für Sauerstoff? Ja, das ist da irgend so ein Laborglas oder sowas. Das ist ja krass. War das für Sauerstoff oder für was soll das sein? So was habe ich noch nie gesehen. Ja, Sauerstoff, ja, da steht es dran. Meine ich doch, so anders kann ich mir das ja nicht erklären. Das habe ich gar noch nie gesehen. So eine Glasleitung. Okay. Interessant. Weil mir jetzt ist es.
wieder voller Graffitis, aber auch alle übertaped und so. Macht man auch eigentlich nicht, oder? Die Graffitis sehen, Leute. Ich kenne mich ja da eh nicht aus. Die Farbe, wie die immer runterblättert. Mensch, Mensch, Mensch. So, dann gucken wir uns mal noch die Messingkante an. Oh, geht ja sehr noch höher eigentlich. Was bedeuten diese Markierungen? Oh ja, hier sieht man auch wieder, wie kaputt und baufällig das ist. Mein Fasser. Da haben schon mal ihn ans Sofa hingestellt. Oh, nett. Okay. Hier ist auch alles offen. Hier mal der Blick raus. Ich würde sagen, aber erstmal ein kleines Fäustchen hier auf dem Sofa. Ja, hier sieht aus, als wenn die Jugendliche waren. Das wird ja bestimmt so gewesen sein. Da wächst ein Baum. Mal den Blick raus. Und mit der Optik im Hintergrund seht ihr bestimmt noch ein bisschen hier das oberste Gebäude. Verabschiede ich mich für das Video und wir sehen uns beim nächsten. Macht's gut, haut rein.